Ob ich für das Bundesamt für Verfassungsschutz arbeite? Diese Frage beantworte ich dir heute im Video und das Spannende ist, ich verrate dir auch, wer diese Frage mir am häufigsten schon gestellt hat. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich habe mir schon vieles anhören müssen, mir wurde schon vieles an den Kopf geworfen, aber ich erlebe heute noch Situationen, wo man immer fassungslos zurückbleibt und sich immer noch mal die Frage stellen muss: Was machen diese Leute eigentlich beruflich? Ich hatte eine datenschutzrechtliche Abfrage beim Bundesamt für Verfassungsschutz gestellt, habe ich euch schon mehrfach erzählt. Der Grund dafür war, dass Hans-Georg Maaßen auch eine Abfrage gestellt hatte und er seine Antwort veröffentlicht hatte, aus der hervorgegangen ist, dass er für Bagatellaussagen in der NADIS-Datei des Bundesamtes für Verfassungsschutz eben als relevante Person geführt wird. Selbstverständlich wollte ich wissen, ob ich auch als relevante Person geführt werde, wie ich darauf komme, dass ich relevant sein könnte. Nun, es gab in der Vergangenheit bei mir auch politische Aktivitäten. Es gab gewisse Dinge, die dem Staatsschutz bekannt sein müssten. Und außerdem habe ich gearbeitet im Deutschen Bundestag. Diese Mitarbeiter dort sollten ja auch per se immer bekannt sein, zumindest wenn man sich die Aufgabenbeschreibung des Bundesamtes für Verfassungsschutz anschaut und durchliest, kommt man zu dem Schluss, ja, selbstverständlich müsst ihr eine Akte über mich haben und ihr müsst wissen, dass ich dort arbeite. Diese Anfrage habe ich schon im Februar gestellt. Es ist lange nichts passiert. Dann hatte ich angerufen, hatte nachgefragt. Es ist wieder nichts passiert. Dann habe ich nochmal eine ergänzende Mitteilung dorthin geschickt, um meinen Auskunftsanspruch zu erweitern. Bin dann sehr weit zurückgegangen, auch auf Veranstaltungen, wo ich war, wo auch Peer Steinbrück war, Kanzlerkandidat der SPD 2013, sehr lange her. Und diese Dinge habe ich alle mitgeteilt und war voller Erwartungshoffnung, dass man mir zeitnah eine Antwort sendet. Es kam allerdings alles anders da, als ihr denkt. So wartete ich monatelang auf eine Antwort und habe dort dann immer wieder versucht anzurufen, oft mit gar keinem Erfolg. Ich habe dann an einem Telefonat einmal wieder einen Mitarbeiter erreicht, der mir dann doch mehr als nur guten Tag und Hallo sagen konnte, der mir etwas Auskunft geben wollte. Das Erste, was er dann allerdings, nachdem er seine Softwareprobleme an der Telefonleitung behoben hatte, gesagt hat, ist: Sie sind Mitarbeiter im Haus? Und ich musste lachen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie ich lachen musste, und sagte nur: Ja, aber auf welche Kontonummer überweisen Sie denn? Ich habe das Geld noch nicht erhalten. Also ihr seht, ich habe den Spaß mitgemacht, aber nein, der Mitarbeiter hat mich ernsthaft gefragt, ob ich für seine Behörde arbeite. Da habe ich gesagt, beim besten Willen arbeite ich nicht für das Bundesamt für Verfassungsschutz, aber wieso sollte ich hier anrufen, wenn ich Mitarbeiter bin? Und die Antwort war: Weil die Mitarbeiter dieselbe Telefonnummer benutzen wie Sie als Externer. Das heißt, die Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz rufen dort an, wenn sie was brauchen, über die Nummer, die im Internet steht. Leute, das ist so peinlich, das ist unfassbar. Allerdings wurde mir bei diesem Telefonat auch mitgeteilt, nach 19 Minuten Warteschleife wohlgemerkt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sich mit mir nicht mehr am Telefon auseinandersetzt, sondern dass ich meine Anfrage bitte schriftlich an das BFV wenden soll. Ich fand das sehr amüsant, denn ich habe einen Brief vom Bundesamt für Verfassungsschutz, wo drauf steht: Für Rückfragen rufen Sie uns bitte an mit der entsprechenden Telefonnummer. Doch Rückfragen per Telefon sind mir nicht mehr gestattet gewesen, sondern ich solle mich schriftlich äußern. Ich habe nach diesem Telefonat wirklich mir jede erdenkliche Schandtat in meinem Kopf ausgemalt, die irgendwie passiert sein könnte, stattfinden könnte. Bin dann aber zu dem Schluss gekommen, wir warten einfach mal ab, was passiert. Und was ist passiert? Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat mir meine datenschutzrechtliche Anfrage bearbeitet und beantwortet. Und für mein Verständnis, ich hätte erwartet, dass sie mir entweder sagen, ja, Sie arbeiten dann und dann da und da und sind da und da aufgefallen, kennen wir alles, keine Relevanz. Oder sie sagen einfach: Wir sagen Ihnen nichts aus Geheimschutzgründen, weil wir wissen, dass Sie mit Ihrem YouTube-Kanal die Arbeitsweise des Bundesamtes für Verfassungsschutz offenlegen wollen. Das widerstrebt dem Zweck, den das Bundesamt für Verfassungsschutz verfolgt. Und somit dürften Sie mir die Antwort auf meine Fragen verweigern und sagen, aus Geheimschutzgründen teilen wir das Ihnen nicht mit.
Was haben Sie allerdings stattdessen gemacht? Sie haben mir geantwortet und Sie sagen einfach, es existiert über mich gar nichts. Null, nada, niente. Keine Akte, kein Eintrag, nichts irgendwo Selbstständiges. Mich gibt es nicht in der NADIS-Datei des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wenn ich mir allerdings den Gesetzesauftrag durchlese und lese, wer alles in dieser Datei gespeichert ist, dann kann ich das bis heute nicht glauben, dass ich dort nicht gewesen sein soll. Also, dass es da mich nicht gibt. Ich habe mal am Frankfurter Flughafen gearbeitet. Dafür ist eine Sicherheitsüberprüfung notwendig, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz gemacht wurde. Die sagen allerdings, mich gibt es dort nicht. Das finde ich äußerst spannend. Ich werde auch beim zuständigen Landesverfassungsschutzamt in Hessen mal nachfragen, denn die Sache mit dem Flughafen, die ist gerade einmal 10 Jahre her. Nichts, was irgendwie aus den Akten hätte getilgt sein müssen oder können, es ist einfach nicht da. Sie wissen auch nicht, dass ich mal mit Peer Steinbrück in eine polizeiliche Kontrolle geraten bin, wo am Ende eine Ordnungswidrigkeit zu meinen Lasten festgestellt wurde. Wissen Sie auch nicht. Sie wissen auch nicht, dass ich in Berlin arbeite. Im Parlament. Und das ist wirklich erschreckend. Denn das ist das Standardrepertoire, wo ich erwartet hätte, dass Sie das wissen müssen. Und vor allem, dass Sie das auch offen zugeben können. Kann ja sein, dass Sie es dennoch wissen, aber es steht nicht unter meinem Namen in der NADIS-Datei, was ich nicht nachvollziehen kann, denn für diese Fälle ist diese NADIS-Datei gebaut worden. Die NADIS-Datei wurde eingeführt von Hans-Georg Maaßen, um Verbindungen zwischen Personen zu finden, wo es offenkundig keine Verbindungen gibt. Man wollte das Ganze algorithmisch computergestützt machen und jetzt gibt es dort die Leute nicht. Und das finde ich ja wirklich etwas peinlich. Sie sagen, Sie wollen alle Rechten beobachten und alles Verfassungsfeinde. Ja, okay, aber beobachtet ihr eigentlich auch den Bundestag? Was da so passiert? Oder nehmt ihr nur Presseartikel und irgendwelche Social Media Posts? Ja, gegen Mitarbeiter von Parlamentariern gibt es ein Anwerbeverbot vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Aber ein Anwerbeverbot ist was anderes wie, Sie wissen den Namen, Sie wissen, wo er arbeitet und Sie wissen, was er vorher gemacht hat. Nein, Sie wissen einfach nichts. Aber diese Leute sind für die Sicherheit in unserem Land zuständig und da wird mir einfach nur schwarz vor Augen. Sie können es nicht, ja? Sie können es nicht. Aber wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz dir eine Webseite zeigen möchte, die es gar nicht mehr gibt, dann präsentieren sie dir einen Ausdruck der Wayback Machine. Ja, das BV kann die Wayback Machine benutzen. Und da frage ich mich immer noch, wieso müsst ihr diese Wayback Machine benutzen? Ich dachte, ihr zieht euch sowieso eine Kopie vom ganzen Internet täglich. Nee, machen sie anscheinend nicht. Oder sie finden es nicht mehr, sie können es nicht bedienen. Ich bin auf jeden Fall bedient vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Wenn Sie aber die einfachsten Leute nicht kennen, dafür aber andere verknacken und jagen mit sinnlosen Geld. Also, und dann soll einer sagen, ist nicht politisch motiviert. Nein, ist nicht politisch motiviert. Würde nie jemand behaupten in diesem Land. Aber schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video, abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram und schreib mir mal ein paar Sätze für Herrn Haldenwang. Oder meinst du, ich soll mich dort einfach mal bewerben, wenn Sie schon gefragt haben, ob ich Mitarbeiter bin. Damit sage ich ciao, bis bald.